Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, Randvi ist plötzlich nicht mehr da gewesen. Ich hoffe, das heißt jetzt nichts Schlechtes, aber ich denke mir erstmal nichts Böses dabei. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Wir haben ja hier auch noch die Sache mit dem Bündnis, was wir machen sollen. Schau Ulfi, auch. schön dich zu sehen. Ich schaue auch nochmal kurz. Okay, da ist auf jeden Fall nichts Neues drin. Und Randvi ist da, sehr Eine schön. Freude, dich zu sehen, Eivor. Ja, finde ich auch. Darf ich auch mit dir sprechen oder dich nur angucken? Randvi, du warst so schnell fort. Es gab Arbeit zu erledigen, wie immer. Verstehe. Aber denke nicht mal einen Augenblick, ich hätte dich und unseren wunderbaren Tag vergessen. Das würde ich auch nicht wollen. Gut, dann sind wir einer Meinung. Und eines Herzens. Ja, in der Tat. Bis wir das nächste Mal allein sind, sollten wir unser Werk fortsetzen. Englerland wird sich nicht von allein für uns befrieden. Das stimmt wohl. Dann zurück an die Arbeit. Ja. Ach du Scheiße. Was haben wir denn jetzt hier alles? Okay. Also, wir können sie ab jetzt immer küssen, sie ins Bett bitten oder uns von ihr trennen. Ist das so gut, das jetzt hier zu machen, wo die anderen alle das sehen? Ich weiß es nicht. Ich lasse mir erstmal Ich die möchte die Bündniskarte Bündniskarte sehen. einsehen. Ja. Ich meine, gut, wie das dann aussehen wird, ist ja schon klar. Haben wir jetzt nur noch das in Kent? Sieht so aus, ne? Ah, nee, wir haben hier oben auch noch was. Das ist für 250 und das ist doch 190. Da bekommen wir Silber für. Das ist natürlich auch gut. Da bekommen wir auch Silber für. Ich würde sagen, da das jetzt erstmal grün ist und nicht ganz so groß ist im Vergleich, gehen wir erstmal nach Kent. Erzähl mir mehr über Kent. Bassem hat geschrieben. Er behauptet, Fulke gefunden zu haben und bittet um deine Hilfe. Du findest ihn im Priorat des heiligen Hadrian. Neuigkeiten von Sigurd? Hat er nicht erwähnt. Aber wenn er Paladin Fulke gefunden hat, kann Sigurd nicht weit sein. Ja, das stimmt. Ich gehe, sobald ich kann. Gut, pass auf dich auf, Eivor. Bassim weiß etwas Neues über Sigurd. Ich muss zu ihm. Ja, dann gehen wir mal dahin. Was machst du denn hier? Hi. Dag, Bassim hat uns Sigurds Aufenthaltsort übermittelt. Wir brechen umgehend auf. Großartig, Eivor. Endlich fällt dir ein, dass wir nach unserem Jarl suchen sollten. Ich klatsche für deinen halbherzigen Edelmut. Doch ich werde dich nicht begleiten. Dag, das ist kein Scherz. Auf das Schiff. Los! Jemand muss zu Hause bleiben und sich um die Belange der Siedlung kümmern. Da du uns bei jeder Gelegenheit im Stich lässt, sollte diese Aufgabe mir zufallen. Sigurds Leben steht auf dem Spiel. Wir brauchen dich. Nein, ich werde hier gebraucht. Zweifelst du so sehr an mir, dass du nicht einmal deine Axt erheben willst, um deinen Jarl zu retten? Du verdrehst die Wahrheit, Wolfsmal. Aber geh, finde den Jarl, bring ihn zurück. Doch komm nicht wieder vom Weg ab, wie es dir immer öfter zu ergehen scheint. Wir sind noch nicht fertig, Doug. Wir reden nach meiner Rückkehr. Ja, ich sag ja, ich bin hier die Einzige, die diese Siedlung wirklich aufbaut und alles dafür tut, dass wir Verbündete kriegen. Und von meinem super tollen Bruder ist ja sowieso nichts zu. Achso, wieso reise ich eigentlich nicht? Wo ist der denn? Von meinem super tollen Bruder ist sowieso nichts zu sehen, irgendwo in Reichweite von den Leuten, wo wir Frieden mitschließen oder sonst irgendwas. Aber er muss ihm treu ergeben sein und immer dumm rumlabern und meine Autorität untergraben. Ich sag ja, das ist eigentlich meine Siedlung, nicht die meines Bruders und nicht die von ihm, obwohl er es gerne hätte. Naja, mehr sage ich nicht dazu. So. Können wir hier runterspringen? Ja, perfekt. Das ist dann der Vorteil, wenn man im Vorfeld schon mal alles freigeschaltet hat. Möhr. Man kann auch überall direkt schnell hinreisen. Jetzt bin ich wahrscheinlich genau auf der falschen Seite entlang gelaufen. Wo ist er denn?
Basim, wo bist du? Irgendwo in diese Richtung wurdest du mir angezeigt, aber ich weiß nicht, wo du bist. Aber ich habe meinen klugen Sie Arm. Sie für mich sühnen. Nach links. Ja, dann wahrscheinlich hier Richtung Kirche oder was das sein soll. Unterschied Augustin nicht zwischen Glauben und Verstehen? Ah. Das ist mein Punkt. Was ich sagen will, ist, dass der Glaube die größte Bedeutung hat. Ja, denn ohne ihn bedeutet das Opfer Christi nichts. Er starb, um uns zu erlösen, nicht wahr? Von der Erbsünde Adams und Evas. Doch das Böse besteht fort. Ja, es besteht fort, weil er uns den freien Willen gab. Besitzt das vom Despoten erschlagene Neugeborene freien Willen? Ja, nein. Ich meine, das ist zu vereinfacht. Oder der Priester, dessen Herz ein Wolf aus der Brust reißt. Judas, dem vorherbestimmt war, den Nazarener zu verraten. Einige sagen, Judas wurde benutzt. Täusche mich, meine Ohren, Bruder Hortbert? Zweifelst du an den Schriften? Nennst du Judas unschuldig? Unerhörte Blasphemie! Nein, das habe ich nicht gesagt. Bruder Cherdik, bin ich nicht der frommste seiner Diener? Raus! Raus! Schließt du Freundschaften? Die Zunge eines Menschen gibt einen Vorgeschmack auf sein Herz, Eivor. Und dieses Wissen ist oft nützlich. Und wie schmecken diese teigigen Christen? Das sagt man doch nur so, Eivor. Und ich bin ihrer bereits überdrüssig. Muss es so trocken sein zwischen uns? Natürlich nicht. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Ja. Was ist mit dieser freudzerstörenden Fulke? In deiner Nachricht hieß es, du hättest sie in Kent aufgespürt. Sie ist hier irgendwo. Und im vergangenen Monat war Sigurd bei ihr. Doch wer weiß, ob dies morgen der Fall sein wird. Also, wie lautet dein Plan? Wir sind tief im Herzland ihres Gottes. Eine Heidin und ein Ketzer. Um Fulke zu erledigen, brauchen wir eine christliche Falle. Fulke ist kaum eine Heilige. Diesen Christen sind ihre seltsamen Vorstellungen ein Gräuel. Stimmt, aber sie geht als eine von ihnen durch. Sie wird sich nicht vor allen verstecken. Nicht mit einem Gefangenen im Schlepptau. Also, wo beginnen wir? Ich habe einen neuen Freund. Abt Künebert. Voll frommen Feuers, doch mit Ambitionen, die weit größer sind als sein Verstand. Und was weiß dein Freund Künebert? Komm, ich werde dich ihm vorstellen. Und wir hören uns die ganze Geschichte gemeinsam an. Konntest du, während du allein warst, etwas Frieden finden? Ich habe immer Frieden. Und ich bin nie allein. Ich wandle voll großer Freude unter den Menschen der Welt. Ich beobachte sie, studiere sie und lerne so manches von ihnen. Dies ist unsere Pflicht, der Auftrag der Verborgenen. Zum ersten Mal, seit wir uns trafen, klingst du mehr nach deinem Lehrling als nach dir selbst. Sicherlich klingt Heitam wie ich. Ich habe ihn gut unterwiesen. Euer Credo und eure Grundsätze, meinst du? Richtig. Und unser Gefühl von, wie soll ich es sagen, tiefer Verantwortung für die Verbesserung der Menschheit. Das ist ein hohes Ziel. Aber es erklärt nicht, was du in Sigurd siehst. Mein Bruder ist nicht so selbstlos. Ja, aber dein Bruder ist jemand Besonderes, Wichtiges. Und ich will, dass er das erkennt. Ich hoffe, es ihm zu zeigen. Ich glaube, der erkennt nichts mehr. Ist dies nicht ein gesegnetes Feld? Das Land Gottes. Und dieser Garten Eden sollte seinen Dienern zur Pflege gegeben werden. Abt Künebert, dies ist die Normannin, von der ich sprach. Ah ja, und zudem noch eine recht furchterregende. Basim sagt, dass du Paladin Fulke kennst. So ist es. Lady Fulke kam vor nicht mehr als einem Monat hier vorbei. Wir redeten, wir tranken. Eine sehr angenehme Frau. Und wo ist sie? Eivor wird deine Axt sein, Abt. Sei es, um einen Baum zu fällen oder die Glieder von einem Feind zu trennen. Was hast du ihm versprochen? Oh, nur eine Kleinigkeit, Eivor. Ein winziges Problem, mit dem du mir sicherlich helfen kannst. Okay. Sag rundheraus, was du willst, Abt. Dann werde ich entscheiden, ob dieser Handel meine Zeit wert ist. Ah, dein Wolf zeigt Zähne, Basim. Kommen wir zum Punkt. Welchen Gefallen würdest du im Tausch für Fulke erbitten? Vor einigen Wochen wurde unser Aldermann in Kent zu Gott gerufen. Ein schrecklicher Verlust.
König Elfred hat seinen Ersatz gewählt, aber bisher nicht den Namen verkündet. Ich muss ihn wissen. Jetzt. Ganz Kent wird bald sehen, welchen Tarn er gewählt hat. Ich will es früher wissen, um ihn zu umwerben, bevor sein hohes Amt allen bekannt ist und jeder Trottel an seine Tür klopft. Wer kennt den Namen des Erwählten noch? Der Gesandte des Königs. Er wurde mit einem Glückwunschschreiben zu dem neuen Aldermann geschickt. Fang ihn ab und bringe mir die Neuigkeiten. Wenn ich den Namen des Tarns kenne, besprechen wir, wie ich seine Gunst erhalten könnte. Warum tötest du ihn nicht im Geheimen und ersuchst Elfred um den Sitz? Als Mann Gottes könnte ich das nicht. Zudem kann der, welcher hinter dem Thron steht, besser die Fäden der Puppe ziehen. Dieser Gesandte, wie finde ich ihn? Aus dem Kloster in Thunbrück kam die Meldung, dass die Männer des Königs immer einige Nächte bei ihnen verbringen. Beginne dort. Ich kümmere mich um den Namen, du findest Fulke. Alles zu seiner Zeit. So, wenn wir dann fertig sind, ich habe an der Südküste zu tun. In Volkanstan gibt es den besten Fisch in Westsexe. Dann suche ich dich dort auf, wenn ich den Namen des Aldermanns kenne. Künebert ist ambitioniert und hat gute Verbindung. Ohne ihn werden wir Fulke nicht finden. Das bleibt abzuwarten. Was wirst du tun? Ich bin es noch nicht leid, mit diesen Christen zu spielen. Ich sehe dich dann in Volkanstern. Ja, erreiche das Gasthaus von Tonebridge. Das ist ein bisschen weiter weg, das schauen wir doch mal eben. Ein bisschen weiter weg ist gut. Wir sind wahrscheinlich schneller, wenn wir da eben hinreisen. Also ich werde mich jetzt auf den Weg dahin machen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind nun da. Das ist kein Misstrauensgebiet, das ist schon mal gut. Man weiß ja nie. Wenn Elfreds Gesandter hier einige Tage verbrachte, weiß vielleicht jemand, wohin er ging. Willkommen. Ach so. Nun muss ich gehen. Auf bald. Ich dachte, mit dem kann man jetzt reden, um herauszufinden, wo der hin ist. Na toll. Was siehst du? Wird hier aber nicht so wirklich angezeigt. Da drin, ich wollte gerade sagen, da drin war doch gerade noch jemand, mit dem man reden kann. Versuchst du Fliegen zu fangen oder wolltest du mich was fragen? Ich suche einen Mann. Er kam hier im Auftrag des Königs vorbei. Verpiss dich, ja? Sonst rufe ich die Wachen. Ich bin Leute leid. Du musst deine Sorgen selbst zerstreuen. Wie wäre es, wenn du mir aus der Güte deines Herzens hilfst und ich dich dann in Ruhe lasse? Ein kluger Schachzug, Hohlkopf. Tatsächlich habe ich Elfreds Mann gesehen. Er ist aber schon lange fort. Vielleicht weist Gawain, der Barde, wohin. Wo finde ich ihn? Das letzte Mal lag er bewusstlos bei den Bäumen zwischen Hafen und Brücke. Er war voll wie der Nachthopf einer Bauernsippe. Und jetzt störe wen anders. Ein Barde, der sich mit dem Gesandten betrank. Ich sollte ihn suchen. Vielleicht weiß er etwas. Überblicke das Land, Freundin. Da hinten, okay. Gut. Können wir ja mal eben zu Fuß hin. Das ist ja nicht besonders weit. Ich weiß gerade gar nicht mal, was das für ein Symbol war. Ich meine, das ist da Runen. Also eine Dieser ale-atmende Skalde kann nicht weit sein. Wir nehmen natürlich auch alles an Eisenerzen mit, was wir finden können, weil ich muss ja immer noch die letzte Stufe verbessern. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt schon kann. 1300, okay. Aber es ist zumindest nicht mehr ganz so viel. Also einmal noch 200 kaufen und noch ein bisschen was sammeln und wir sind soweit. Ja. Ah, da unten scheint er zu sein. Unter der Brücke.
Oh, so kalt. Hat jemand meine Hosen geklaut? Okay, er ist auf jeden Fall, wie schon angekündigt, komplett besoffen. Wo gehst du hin, mein süßes Mädchen? Hallo, den Baden habe ich. Du da, jetzt. Lebst du noch? Geduld ist eine müde Mähre. Trotteli trott, trott. Wieder ein schwankender Zitzensauger, der nichts verträgt. Holen wir deinen Huger zurück. Den nüchtern wir aus. Wir wissen jetzt, wie es geht, ne? So, mein Kleiner. Ja. So nicht. Wow, das ist ja kalt wie der Busen einer Drohne. Eigentlich wollte ich ihn ja geworfen haben. Bei Gottes Hosen. Pfui, sag ich. Aus der Kleinen. Oh, welch Höllenwesen weckt mich. Eine schreckliche Normannin, genau. Bist du der Geschichtenweber? Gauen der Löwenzahn. Denn die Samen meiner Sagen gleiten auf den Winden von Westsex. Warum aber trittst du Esel mir gegen den Kopf? Du und Alfreds Gesandter wart zusammen in der Schenke. Sag mir, wohin er gegangen ist. Waren wir das? Ich war so benebelt vom Ale. Vielleicht würde etwas kleines Silbernes in meiner Hand mich erinnern. War ja wieder klar. Wie wäre es mit etwas Langem und Scharfem? Ist ja gut, das wird nicht nötig sein. Du bist sehr überzeugend, Dänen. Er brach Richtung Weißer Küste im Südosten auf, zur Dofras-Feste. Er sagte, dass sie dort diese religiösen Spinner ausbilden. Eiferer. Die beten die ganze Nacht, anstatt zu schlafen. Hab Dank. Im Tausch biete ich dir diese Weisheit. Becherweise Bier schafft Narren in Witz und Wort. Hab Dank, Seherin des Offensichtlichen. Nun überlasse mich meiner unheiligen Strafe. Ja, finde die Nachricht. Der Gesandte trägt die Nachricht. Der Gesandte machte sich zur Dofras-Feste an der Südostküste auf. Hast du Fisch gefressen? Oh, hallo. Das ist so süß. Da muss ich mal eben ein Bild von machen. Tut mir leid, Leute, aber ich finde das total knufflig, wenn der bei mir auf der Schulter sitzt. Und das sieht man ja leider allzu wenig nur. Ich habe es einmal durch Zufall gehabt. Aber ja, bisher, egal ob ich jetzt lang genug gestanden habe oder nicht, bisher ist er noch nicht auf der Schulter gewesen. So, dann schauen wir jetzt aber mal eben in der Welt nach, wo wir eigentlich hin müssen. Moment, das war doch hier unten irgendwo, ne? Ach, da. Ja, okay, ich sehe schon. Okay, dann werde ich da jetzt mal eben schnell hinreisen, per Schnellreise. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dofras, der Gesandte muss hier irgendwo sein. Vielleicht kann ich ohne Blutvergießen in den Brief gelangen. Der Barde sagt, in dieser Feste trainieren Paladine. Das wird kein leichter Kampf. Oha, okay. Na, ohne Blutvergießen weiß ich jetzt nicht, ob das möglich ist. Aber vielleicht können wir uns irgendwie reinschleichen und nur ihn töten oder so. Das müssten wir dann mal austesten. Huch, wo kommt der denn jetzt her? Für eine Miezekatze. Okay. Nun gut. So, erstmal gucken. Wer ist irgendwo hier in dem Gebiet rechts? Da gibt es noch einen Geheimtunnel. Der wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, ob der mich wirklich in das richtige Gebiet reinbringt. Den markiere ich auf jeden Fall auch mal. Gut.
Problem ist, wir wissen natürlich jetzt nicht, wo wir genau hin müssen. Ich darf hier nicht erwischt werden. Ah, das ist immer alles so relativ, aber... Och, Mädel, geh doch mal zwischen zwei dünnen Ästen durch. Das ist doch nicht normal. Was ist das hier für eine Kacke? Überall kann man rumgehen, aber da, wo man gerade rumgehen möchte, kann man es wieder nicht. Hä? Was war denn das jetzt? Hallo? Okay, die scheinen aber den Eingang zu bewachen. Gucken wir mal, ob wir vielleicht hier rein können. Das Problem ist halt, ich weiß noch nicht so... Was siehst du da oben, Sühnen? Hundertprozentig genau, wo der Typ ist. Ich meine, Gesandter könnte ja theoretisch jeder sein. Also irgendwo in die Richtung auf jeden Fall. Geh doch mal darauf, Mann. Ah, ha. Okay. Los, Sühnen. Das war sogar ziemlich gut. Das war der Typ hier. Den ich jetzt nicht markieren kann. Warum kann ich den nicht markieren? Das ist natürlich jetzt wahnsinnig geil. Wenn ich den nicht markieren kann. Der geht jetzt zu den zwei Wachen. Das ist auch nicht so geil. Gott lehrt Gehorsam und Demut. Und doch würde sich unser Abt gegen El. Oh, ich hasse es, wenn die Ziele beweglich sind und man nie weiß, wo die hingehen. Zeig mir, was vor uns liegt. Tja. Keine Ahnung, könnte jetzt ja theoretisch wieder jeder sein. Ach, das ist so nervig. Ich hasse es, immer in so eine Menschenmeute reinzugehen. Sieh mal nach, Sühnen. Hat der Typ sich denn jetzt versteckt? Hilft nichts. Nur reinrennen und dann alle niedermetzeln ist natürlich auch nicht so gut. Hier sind sie alle am Trainieren. Am besten wäre natürlich, wenn wir jemanden hier anpfeifen könnten, der dann alleine kommen würde. Aber das könnte etwas schwieriger werden. Was soll die Aufregung? Ja, komm. Ich möchte zumindest ein, zwei, vielleicht auch drei weghaben, damit ich da nicht alle direkt auf einmal machen muss. Hey, was geht da vor sich? Ja, komm. Schau es dir doch einfach mal an und steh nicht dumm rum, Junge. Ja, lass hören regnen, aber schnell, oder wie war das? Heute noch. Geht doch. So, den könnten wir theoretisch auch holen, ne?
Hat er den anderen jetzt auch alarmiert, oder? Hey, was geht da vor sich? Ja, komm doch mal her. Ihr Jungs seid irgendwie nicht so helle, ne? Ihr braucht immer 3 Stunden, um irgendwo hinzugehen, um mal nachzuschauen. Das ist schrecklich. Also ich merke schon, anhand der nicht so tollen Reaktion der Leute wird das wohl noch ein wenig länger dauern mit der Folge heute. Hat niemand interessiert, dass der umgekippt ist. Okay. Was macht der da hinten? Pinkelt der jetzt in die Büsche rein oder was? So. Die Frage ist jetzt, wo ist der Typ jetzt eigentlich in der Zeit hingegangen? Flieg, Freundin. Der ist noch in dem Bereich und ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Ich würde mich nur gerne dahin schleichen, um da jetzt nicht nur die Aufmerksamkeit zu erregen. Der natürlich unbedingt da hinkommen. Von hier kriege ich den nicht. Komm. Wer steht da so scheiße? Ich dachte schon nicht, dass er jetzt irgendwo eine Glocke läutet oder sowas. Ich glaube, ich gehe mal wieder Richtung Busch. Na komm. Na komm. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Typ war beschäftigt. Na komm. Och Junge, dein Ernst. Na geht doch. Man findet hier keine Ruhe. Nee, man findet wirklich keine Ruhe, weil man immer eine halbe Stunde warten muss, bis jeder einzelne von euch überhaupt mal rüberkommt, wenn ja einer wie blöd am Pfeifen ist. Mann, 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 ehrlich. Komm. Wieso konnte ich den jetzt nicht machen? Der war wahrscheinlich zu sehr hinter den Dingern, ne? Oh komm, du bist nah genug dran. Komm her, los. Komm her. Komm her. Los. Ja, mein Kleiner. Wenn der dich schützen würde, wärst du nicht gleich tot. Also beeil dich jetzt. Zack ich. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist was, was mich bei dem Spiel wirklich aufregt. Dass es immer eine halbe Stunde dauert, wenn man hier dauerpfeift, bis dann überhaupt mal einer sich hier in Gang setzt, überhaupt mal zu einem zu kommen. Ich meine, ich habe die Geduld, kein Thema, aber zum Aufnehmen ist es halt ein bisschen blöd. Weil dadurch das Let's Play jedes Mal so dermaßen verlängert wird. So, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal schauen. Hilf mir, sei meine Augen. Ja, es ist immer noch das gleiche Gebiet. Das ist doch scheiße. Oder ist das der Typ hier unten? Ich glaube, das ist der Typ. Das heißt, der würde jetzt wieder zurückgehen, wenn ich das richtig sehe. Sag mir bitte, dass der es ist. Bringe das Wort des Königs und niemand nimmt es entgegen. Na endlich. Wenn ich den Brief stehlen könnte, ohne den Gesandten zu töten, würde ich mir Ärger ersparen. Noch nicht so wirklich. Was ist jetzt wieder los? Wir können ihn auch töten.
Hier wird's nie langweilig. Ja, das stimmt. Jetzt komm. So. König Alfreds Erlass. Ich, Alfred Rex der Westsachsen, ernenne Tan Tetmul zum Aldermann von Kent. Möge er mir, seinem Gott und seinem Land treue Dienst erweisen. Wir haben endlich den Namen. Alfred, der erwählte Aldermann, ist ein Tarn namens Tedmund. Abt Künebert wird das wissen wollen. Ja, er wird das wissen wollen. Ich sollte mich mit Basim und dem Abt in Volkanstan treffen. Ja, da bitte ich drum. Da werde ich jetzt auch, ganz schnell hinreisen und euch dann gleich wieder hinzufügen. So, wir sind schon mal in der Stadt angekommen, aber mit Wolf ist das immer so ein bisschen blöd mit dem Bewegen. Da hinten ist er irgendwo. Entschuldigung. Eivor, bringst du Neuigkeiten? Kents neuer Aldermann wird Tan Tetmund sein. Tetmund? Oh, der Herr will mich prüfen. Ihr Dänen macht ihn zu einer Maus. Er verlässt kaum seine Feste in Kofiskester. Wie könnte ich Einfluss nehmen, wenn er nicht mit mir spricht? Oder mit irgendwem? Ein Rätsel. Treue entsteht, wenn Tetmund dir etwas schuldet. Wie zum Beispiel sein Leben. Fahre fort. Eine gestürmte Feste, ein entführter Mann. Wenn du seinen Feind in die Flucht schlägst, ihn vor dem sicheren Tod bewahrst, wäre seine Dankbarkeit enorm? Völlig grenzenlos sogar. Doch diese Feste wird schwerer zu öffnen sein als die Schenkel einer Nonne. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay. Verbirgst du etwas vor uns, Basim? Es gibt ein Holzfällerlager in der Nähe. Beamersfield! Alfred hat Westsexe teuer befestigt. Mit unseren Wäldern. Das Lager versorgt ihn mit Holz. Tedmund ist dort. Unmöglich! Woher willst du das wissen? Ich hörte, dass Tedmund aus dem selbstgewählten Exil gelockt wurde, um die Befestigung von Kantuarbruch zu beaufsichtigen. Ihn sich in einem Holzlager zu schnappen, ist weniger gefährlich, als eine Feste anzugreifen. Aber dein Rettungsversuch wird nicht denselben Eindruck machen. Ist es das wert? Das könnte dennoch klappen. Ja. Ja. Bring ihn zum Felsenring. Und Fulke? Wenn ich Tedmunds Treue habe, sollst du Fulke bekommen. Geh. Ich werde einen kleinen Rettungstrupp aufstellen. Der Handel in Rakulfa und Tunbrück läuft prächtig. Okay, wir folgen Basim, aber ich muss dazu sagen, essen diese pergamentfarbenen Christen auch mal Fleisch? Aber ich muss dazu sagen, trotz des ganzen Gelabers hier im Hintergrund, werde ich das jetzt erst in der nächsten Folge machen, weil ansonsten wird es echt zu lang werden. Bis dann, ciao! Einmal noch, ich sag's dir, wenn der noch einmal über meine Stiefel oder Haare meckert, spalte ich ihn in zwei Hälften.